Garderobe haben wir die Preisabholung für die normalen Preise, die aber auch alle sehr schön sind. Und wir haben, wie gesagt, draußen auch noch Lose, ein paar wenige sind noch da. Hauptpreis sind eine Flugreise für zwei Personen nach Israel von Air Berlin, eine Flugreise für eine Person, ein Flugticket, das gespendet worden ist. Dann haben wir zwei Hotelpreise, einmal in Tel Aviv und einmal in Budapest. Fliegender Wechsel findet jetzt wieder auf der Bühne statt. Wir haben jetzt die Lesung von Arye Sharus Shalikar, der aus seinem Buch »Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude«, die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde. Nach der Lesung gehen wir unmittelbar weiter in das geplante, ursprünglich mal um 14:45 geplante Antisemitismus und Anti-Israelismus im täglichen Leben-Panel. Um 18 Uhr werden sich noch mal einige Organisationen von der Bühne aus vorstellen, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass einige Organisationen aufgrund der Zeitprobleme, die wir haben, auch schon bereit erklärt haben, auf ihre Introduction von der Bühne aus zu verzichten und einfach darum bitten, dass ich noch mal darauf hinweise, dass die Organisationen draußen vertreten sind und die Organisatoren, die Ansprechpartner jeweiligen Organisationen draußen an den Ständen dann auch vorzufinden sind. Um 19 Uhr planen wir weiterhin das Konzert, kurz die Bekanntgabe der ersten vier Preise aus der Lostombola und dann um 19.10 Uhr das Konzert von unserem israelischen Jungstar Eden Acham. Für die, die schon vorzeitig abreisen müssen, schade, dass sie gehen müssen aufgrund von Zügen oder Flügen. Wir hoffen, dass sie möglichst lange noch bleiben können und auch später noch hoffen wir sie noch bei ein bisschen aufregender Musik von der Klezmer-Band von Roman Kupperschmidt hier zu behalten. Wir werden auch noch eine Tanzgruppe vom Jugendzentrum der Frankfurter Gemeinde hier haben. An der Stelle gebe ich weiter an dich, Arye. Dankeschön. Danke, Sascha. Guten Tag und Shalom. Ich möchte zuerst einmal... Ich möchte zuerst einmal ein Wort sagen zu dem, ich bin sehr überrascht und doch sehr glücklich, dass endlich jemand es geschafft hat, solch eine derart große Sache für Israel auf die Beine zu stellen. Es kotzt mich schon seit Jahren an, wie überall in ganz Deutschland Menschen, sobald irgendwas in Israel passiert, sich das Recht rausnehmen, auf die Straßen zu gehen mit Flaggen von Terrororganisationen, ob das die Hamas oder die Hezbollah ist, und zu Tausenden auf die Straße gehen und wir immer ruhig sind. In dem Sinne freue ich mich. Und Sascha, ich will dir danken, dass du das auf die Beine gestellt hast. Es ist mir eine Ehre, wirklich hier zu sein. So, meine Freunde, also... Einige von Ihnen kennen mich ja schon und ich habe schon eine etwas komische Geschichte, persönliche Geschichte, die ich jetzt in einem Buch verfasst habe. Eigentlich vor einigen Jahren, aber ist jetzt vor ein paar Wochen erst erschienen in Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren, bin somit auch Deutscher. Meine Eltern stammen aus dem Iran, ich bin somit auch Perser. Ich bin in Spandau groß geworden, im Bezirk Spandau in Berlin, also auch Spandauer, nach Wedding gezogen, bin auch Weddinger. Irgendwann in meiner Jugendzeit hatte ich sogar ein kleines Gefühl, dass ich irgendwo vielleicht Türke bin, weil ich im Wedding mit sehr vielen Türken unterwegs war. Und schlechthin, irgendwann habe ich gemerkt, mach was du willst, du bist Jude. Und lebe heute in Israel seit 2001, bin glücklich und fühle mich heute als Israeli in erster Linie. Aber all die anderen Identitäten vereine ich. Das war nicht immer so. Ich möchte zwei Passagen aus meinem Buch vorlesen. Zwei wirklich aus verschiedenen Zeiten. Die erste Passage stammt von der Zeit, als ich aus Spandau nach Wedding gezogen bin. Und eines meiner ersten Erlebnisse erlebt habe, wo ich halt den ersten, ich nenne es muslimischen Antisemitismus am eigenen Leibe erfahren habe. Eine etwas längere Passage, circa 8 bis 10 Minuten. Die zweite Passage ist nach meiner Zeit, nach meiner Aliyah, kurz nach meiner Aliyah 2001.
wo ich mit meinem Ulpan im Kibbutz, ich war im Kibbutz Magan Michael, auf einer Reise war. Kurze Passage von circa 2 Minuten. Meine neue Klasse gefiel mir ganz gut. Wie schon auf der Straße gab es auch hier mehr Schwarzköpfe als Deutsche. Nicht nur in der Klasse, sondern überhaupt in der Schule. Mahavir wurde in den ersten Wochen mein neuer bester Freund. Wir saßen im Unterricht nebeneinander. Auch auf dem Siemens-Gymnasium war ich gut befreundet gewesen mit einem Inder, Kaushik. Wir hatten ebenfalls nebeneinander gesessen. Sollte meine bessere Hälfte für die nächsten Jahre auch wieder ein Inder sein? Außerdem freundete ich mich schnell mit einigen anderen, zumeist türkischen Jugendlichen an. Da waren Can, ein etwas dicklicher Türke, der eine Klasse unter mir war und auf dem Pausenhof Fußball mit mir spielte. Außerdem Berkan und Shahin aus der Parallelklasse, beide Türken, mit denen ich im Sportunterricht Basketball spielte. Und Mehmet, der im Unterricht eine Reihe hinter mir saß. Wir hatten einen gemeinsamen Schulweg und nach der Schule begleitete er mich bis zu meiner Haustür. Da waren auch noch andere befreundete türkische Mitschüler. Von nun an hörte ich fast mehr Türkisch als Deutsch. Die meisten türkischen Jugendlichen sprachen es von Haus aus perfekt und unterhielten sich auch untereinander vor allem auf Türkisch. So kam es oftmals vor, dass ich im Kreise von mehreren Freunden der einzige Nicht-Türke war und der Unterhaltung nicht so richtig folgen konnte. Ich eignete mir rasch bestimmte Ausdrücke und Redewendungen an, wie zum Beispiel git heißt geh, gel heißt komm, nasılsın, wie geht es dir, eşek, Esel, saul, danke. Meine neuen Freunde freuten sich immer sehr, wenn etwas Türkisches aus meinem Mund kam. Selbst Nicht-Türken wie Mahavir oder Janica, die kroatische Klassenkameradin, konnten sich relativ gut auf Türkisch verständigen. Eines Tages fragte ich sie, wie es denn käme, dass sie beide so gut Türkisch verstanden. Da lachten sie und meinten, sie seien im Wedding geboren und hätten schon im Sandkasten mehr mit kleinen türkischen Jungs und Mädchen gespielt als mit Deutschen. In Spandau war das nie passiert, dass ich mehr Türken als Deutsche um mich herum hatte. Durch Can machte ich auch die Bekanntschaft mit Oktay, Timur und Soner, die mit Can im selben Fußballverein spielten. Der Verein hieß Minerva 1860 SV. Der Fußballplatz und das Clubhaus lagen im Bezirk Mohabit, der an den Wedding angrenzt. Wir sahen uns fast jeden Tag und spielten. Nach kurzer Zeit fragte mich Oktay, ob ich nicht auch Mitglied werden wolle bei dem Verein. Dann wäre ich nicht mehr der Einzige von unserer Clique, der am Wochenende kein Spiel hatte und in der Woche kein Training. Ich ging einmal zum Training mit und spielte so auf, dass der Trainer von sich aus auf mich zukam und mich im Club haben wollte. Mir ging es sehr gut damals. Immer mehr Jugendliche in den Straßen und auf den Fußballfeldern im Wedding grüßten mich. Ich begann mich in meinem neuen Umfeld richtig wohl zu fühlen. Ich hätte gar nicht mehr nach Spandau zurückziehen wollen. Die Leute in Spandau waren eher zurückhaltend und kühl gewesen. Das hitzige Temperament und das Benehmen der Menschen im Wedding gefielen mir. Sie hatten auch viel Sinn für Humor. Als schwarzhaariger, dunkeläugiger, dunkelhäutiger Junge orientalischen Ursprungs war ich akzeptiert. Fast alle um mich herum sahen genauso aus. Ich fing schon an, mich unwohl zu fühlen, wenn nur Deutsche um mich herum waren, wie manchmal, wenn ich die Grenzen Weddings überschreiten musste, um in einem anderen Bezirk etwas zu erledigen. Dann stand ich zum Beispiel an einer Bushaltestelle, an der sonst nur Deutsche auf dem Bus warteten, und kam mir fremd vor, anders. Nicht dazugehörig, irgendwie isoliert, vielleicht verachtet, weil ich doch wie ein typischer Ausländer aussah. Im Deutschunterricht nahmen wir eine Erzählung durch, die im Zweiten Weltkrieg spielte. In jeder Deutschstunde lasen wir mehrere Seiten gemeinsam und interpretierten das Gelesene.